and Grammy. Ich funktioniere so. Ich brauche ein großes Ziel, sehe den Weg und gehe diesen ohne Kompromisse. Was nicht ganz stimmt, denn manchmal muss man ein bisschen abweichen, um eben dann über Umwege doch wieder auf den richtigen Weg zu kommen. Was aber nicht schlecht ist, denn ich wiederhole mich, aber dann lernt man sehr viel über sich selbst. Was ich nächstes Jahr mache, also ich habe, wenn man Musik macht, wenn man singt, dann bin ich davon überzeugt, dass alle, die hier dasselbe Hobby, dieselbe Berufung haben, auf ihrer Liste des Lebens einmal lesen, Sydney Opera House. Ich singe am 3. März in der Oper von Sydney. Dieses Ereignis hervorheben. Das ist das Nonplusultra. Es ist unfassbar. Ich singe mit dem Sydney Symphonic Orchestra und ich dachte mir, ich hatte ein Meeting das letzte Mal, als ich in Australien war, und ich dachte mir bis zu diesem Tag, sie können immer noch Nein sagen. Sie können immer noch sagen, der Raum ist doch nicht zur Verfügung, der Spielplan lässt es nicht zu, und ich habe nicht wirklich daran geglaubt, weil es eben so absurd ist. Dann war ich dort, Pressesendung, Aussendung ging raus und ich dachte, gut, dann passiert das jetzt. Und wie es auch in einer Stadthalle oder in allen Opernhäusern verschiedene Bühnen gibt, dachte ich mir, ich werde dann wahrscheinlich einen Saal spielen dürfen, der ungefähr 300 Menschen fest oder in irgendeiner Räumlichkeit der Sydney Oper. Was mir egal ist, weil ich erzähle jedem, dass ich in der Sydney Oper bin. Tatsächlich wurde mir dann am Ende des Pressetages gesagt, so, jetzt gucken wir uns noch eben den Konzertsaal an. Und ich gehe rein und es ist der Konzertsaal mit 3000 Sitzen. Und ich sage dann so, wie sicher seid ihr euch, dass wir das ausverkaufen? Und sie waren sehr sicher. Und ich bin unglaublich stolz. Nein, es ist noch nicht ausverkauft. Es ist noch nicht ausverkauft. Aber wir haben fast 1000 Sitze schon verkauft, was unfassbar ist. Und es ist erst im März und ich bin einfach so unglaublich glücklich und deswegen rede ich so lange darüber. Langweile sie alle. Gesichter anmalen zu dürfen. Weil es mich in dieser Situation zu jemandem macht, oder Tommy diese Situation zu jemandem macht, der so groß sein darf, wie Tom immer sein wollte. Und es hat sich, als ich damals bei Starmania war, habe ich mich nie so wohl auf der Bühne gefühlt, wie ich wusste, dass es sein könnte. Ich wollte immer eine Diva sein und deswegen habe ich eine erschaffen. Und das macht mir wahnsinnig viel Spaß und gibt mir auch eine enorme Freiheit in sehr vielen Belangen eigentlich. Ich darf Dinge sagen, die, meine ich, schwieriger werden, würde ich keine Maske tragen. Wie zum Beispiel, ich kann definitiv frecher sein und bösartiger. Auf eine sehr, sehr liebevolle Art und Weise, meine ich. Aber, wie soll ich sagen? Das Wort Diva ist sehr, sehr negativ behaftet. In meinem Kopf gar nicht. Aber es hat schon, wie soll ich sagen, meine Großmutter ist die erste Diva, die ich kennenlernen durfte. Eine wahnsinnig liebevolle Frau, aber sehr streng. Sehr streng und selbstbewusst und hat eine Meinung. Wie alt ist sie jetzt? Meine Großmutter ist jetzt 75. Sie ist ein bisschen älter. Wenn die erfährt, dass ich ihr richtiges Alter dann bin ich enterbt. So. Also
im besten Fall inspiriert Kunst? Nein, im besten Fall lernt man, wenn man Kunst konsumiert, meiner Meinung nach. Wenn man dann auch noch inspiriert ist, was anderes sein kann, dann ist das ein wahnsinniger Mehrwert für einen selbst. Und ich denke, wenn man sich diese Ausstellung ansieht und sich tatsächlich intensiv mit diesen Gemälden auseinandersetzt, querdenkt, parallel sieht, das mache ich. Wenn ich mir was ansehe, dann denke ich mir immer, wenn es aus der Vergangenheit ist, wie würde das heute funktionieren, wie konnte das damals eigentlich gemacht werden, ohne dass man dafür in den Pranger gesteckt wurde. Und ich glaube, dass dieses Denken neue Perspektiven eröffnet. Und ich wage es nicht zu behaupten, dass ich in irgendjemandem eine neue Perspektive eröffne, aber mir ist bewusst, dass ich als fertige Frau Fragen aufwerfe. Und ich für meine Begriffe finde Fragen was ganz, ganz Tolles, weil wenn man die Antwort gefunden hat, man näher ist an einer besseren Version seiner selbst. Das ist eine wunderbare Überleitung zu einem Zitat, das ich Ihnen gerne vorlesen möchte, das ein Zeitkolumnist von der deutschen Wochenzeitung Die Zeit geschrieben hat, unmittelbar nachdem du den Eurovision Song Contest gewonnen hast. Und zwar hat er geschrieben in seiner Kolumne: Nicht ein Lied hat sich da durchgesetzt, sondern eine Wertevorstellung, die von einer bärtigen Diva verkörpert wird. Jene der Akzeptanz eines selbstbestimmten Daseins. Nun wissen wir, dass die Schwulen- und Lesbenbewegung dich auch als Ikone dann tituliert hat, dass du ganz sicher viele, viele Fans dadurch bekommen hast, auch bei manchen, die so im Zwiespalt waren, eigentlich gesehen haben, wie wichtig deine Botschaft ist. Aber ich würde gerne von dir wissen, hast du das Gefühl, dass dein Leben heute selbstbestimmter ist als noch 2006, 2007, wie du unbekannt warst, nämlich gänzlich, fast gänzlich unbekannt warst? Für mich als Person definitiv. Denn mit diesem Erfolg hat sich für mich alles verändert. Und das größte Geschenk, was mir gemacht wurde, war das, dass mir Menschen zugehört haben. Und nicht nur im wahrsten Sinne zugehört haben, ein Lied zu singen, das mir aus dem Herzen tropft, sondern auch in professioneller Hinsicht und gerade wenn es darum geht, als Künstler ernst genommen zu werden. Wie soll ich sagen, auf der einen Seite könnte man natürlich behaupten, es gibt so wahnsinnig viele Talente, die im Verborgenen schlummern oder denen man nicht zuhört und dann braucht es eben diesen einen Moment, dass Menschen sehen, dass da mehr dahinter steckt als nur die Frau mit Bart, in meinem Beispiel. Auf der anderen Seite sage ich, das ist das Showbusiness. So ist es nun mal. Und es gibt, ich bin davon überzeugt, so wahnsinnig viele Sänger und Sängerinnen auf dieser Welt, die tausendmal besser sind als ich, die aber niemand kennt. Und das ist hart, aber das ist das Showbusiness. Und ich habe es nicht geschafft. Ich habe den Eurovision Song Contest gewonnen. Und wenn ich nicht hart arbeite, war es das. Man kann einen Oscar gewinnen und man bekommt nie wieder eine Rolle. Es fällt einem nichts in den Schoß, aber diese Möglichkeit hat mir eine Welt geöffnet, die ich vorher nicht kannte. Nämlich die, wo Menschen mit mir an einem Tisch sitzen und mir zuhören. Ich Ideen habe, Visionen habe, die tatsächlich dann zu einem Produkt werden. Und das war vorher nicht der Fall. Und das ist ein Riesenprivileg. Alle, die in irgendeiner Art und Weise etwas Kreatives machen, die eine Idee vermitteln wollen, werden genau wissen, was ich damit meine. Egal wie die Antwort ausfällt, aber ernst genommen zu werden in dieser Musikbranche, in der ich mich befinde, ist ein Privileg, das ich wirklich sehr, sehr, sehr behutsam vor mir hertrage und ich immer sehr dankbar bin, wenn man mir zuhört.